Top Games, New Games, All Games, Gamer Charts. Einen wunderschönen guten Tag. Heute spielen wir eins unserer klassischen MMORPGs, EverQuest 2. Ja, EverQuest 2 ist ein wirklicher Klassiker in der MMORPG-Szene, was aber nicht heißt, dass es auch nach solch einem aussieht, denn EverQuest 2 hat grafisch einiges zu bieten und hauptsächlich in der Charakterauswahl, Rassenauswahl und ähnlichem. Und da schauen wir uns einfach mal ganz genau an, was wir da so haben, einfach in der Charaktererstellung. Ja, hier beginnt das gleich. Wir sehen auf der linken Seite, es gibt vier Hauptkategorien. Und das wäre der Fighter, der Priest, Mage und Scout. Das sind so die Standardsachen, die man so kennt in einem MMORPG. Und zu jeder Hauptklasse gibt es dann nochmal einige Unterklassen. Der Fighter hat 6, nur ich glaube der Scout, genau, der hat 7 Unterklassen, die sich dann auf eher ein bisschen mehr darauf spezialisieren, auf verschiedene Sachen und Skills, die ein Scout eigentlich schon hat oder ein Fighter. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Klasse, denn wir schauen uns jetzt mal hier die Rasse an. Ja, wie wir schon sehen, auf der linken Seite, da gibt es einiges an Auswahl. Hier sehen wir schon mal 3, 6, 8, 8 verschiedene Rassen. Die einigen sind bekannt wie Barbar und Halbelf, aber auch einige sehr tropische. Ja, dann gibt es noch Böse und Gute und davon jeweils 6, denn da gibt es noch einen kleinen Unterschied, gerade zu den Klassen, deswegen kommen wir jetzt mal zu denen zurück. Und wir haben hier zum Beispiel beim Magier den Nekromant, der darf nur von einer bösen Rasse gespielt werden. Das heißt, man kann nicht alle möglichen Kombinationen benutzen. Natürlich hat jede Klasse ihre eigenen Skills, jede Rasse ihre individuellen Vorzüge und Nachteile und da kann man nicht alle möglichen Kombinationen wählen. Ja, wir nehmen jetzt mal einfach hier eins von den unglaublich vielen Auswahl an Rassen, jetzt mal einfach die hier. Es gibt zu jeder Rasse eine ein alternatives Aussehen und ein Geschlecht. Das wirkt aber nur als Basis, denn wenn wir einmal weiterklicken, sehen wir, dass die Charaktererstellung, was das Körperliche angeht, nochmal sehr viel Vielfalt bietet. Wenn wir hier einfach mal so wild auf den Randomize All Button drücken, sehen wir, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt innerhalb einer Rasseklasse. Ja? Gut, jetzt schauen wir mal das Spiel an, wie es innen drin aussieht. Und da nehme ich jetzt einfach mal meinen Barbar. Da bin ich schon genau dort, wo ich euch am meisten zeigen kann. Ja, die Ladezeiten dauern immer ein bisschen, muss ich sagen. Also auf älteren Computern wird das noch einige schlimmer sein. Ja, die Hauptbewegung ist natürlASerstaunlicherweise mit WASD und der rechten Maustaste zum Kamerasteuern. Des Weiteren, was hier auch noch möglich ist, wenn man die rechte Maustaste zum Steuern festhält und dann die linke Maustaste drückt, läuft er einfach nach vorne und man kann die Maus so weit bewegen, dass man steuern kann. Ja, das Interface ist sehr schlicht. Das liegt aber daran, dass das Interface in einer XML-Datei gespeichert ist. Das sagt wahrscheinlich vielen nichts. Denen es etwas sagt und die wissen, wie man so etwas bearbeitet, denen soll gesagt sein, ihr könnt euch euer eigenes Interface selbst gestalten, indem ihr einfach die XML-Datei ein wenig bearbeitet, was mit ein wenig Skill gar nicht schwierig ist. Ja, in einem MMORPG geht es natürlich um Quests und die kann man sich im Journal ansehen, aber das hat so ziemlich jedes MMO. Aber hier auf der Minimap, wenn wir uns das mal ganz genau ansehen und mit der Maus über das jeweilige Quest ja, rüberfahren, sehen wir einen ganz kleinen blauen Bereich, der aufleuchtet. Der ist immer da, ein bisschen dunkler, aber wenn er aufleuchtet, heißt das, das müssen wir suchen. Und wie wir sehen, wir sind gerade in dem Bereich und die Monster, die wir töten müssen, die sind auch natürlich hier. Das heißt, das macht schon mal einiges leichter, die jeweiligen Monster zu finden. Ja, da geht auch schon der erste Angriff los. Wie man sieht, bin ich unglaublich stark durch meine unglaublich gute Charakterauswahl. Nein, das Spiel ist am Anfang recht leicht zu spielen. Man benutzt ein paar Skills, das ist meistens nicht mal wirklich nötig. Normale Attacken tun es auch. Und dies war es dann auch schon. Ja,
Und so erfüllt man nacheinander die jeweiligen Quests. Da gibt es so die typischen drei: Töte, Sammel und Finde und Rede. Und wenn man ein Level aufsteigt, was man ja will, durch Quests erfüllen, schaut man sich einmal mal die Charakterentwicklung an. Ja? Da wird man schon mal bombardiert mit möglichen Equipment. Also die typischen Rüstung, Handschuhe, Schuhe ist hier gerade mal ein Drittel von allem, denn hier haben wir alles Mögliche. Von Schultern über Umhang, Kopfschmuck, Ohrringe, zwei Handgelenke, zwei Finger für die Ringe. Ohrringe, natürlich für jeden Ohr ein eigenes. Also da sieht man schon, da gibt es Unterschiede. Dann gibt es noch Aussehensgegenstände. Sollte eure Rüstung euch nicht gefallen, kann man noch ein Aussehen der Rüstung ändern, indem man einen Aussehen-Gegenstand anzieht. Dann gibt es noch, je nachdem, welche Waffe man benutzt, wird jetzt bei mir Slice gelevelt, da ich ein Schwert benutze. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten der Defensive. Es gibt Fraktionen, es gibt Mounts, es gibt Berufe, es gibt ein eigenes Haus. Und wenn ihr einen Beruf habt, könnt ihr in eurem Haus oder auch so Sachen verkaufen, die man dann hergestellt hat. Wenn ich alles aufzählen würde, würden wir hier glatt das Volumen eines YouTube-Videos sprengen. Auch wenn ich die 10 Stunden Nyan-Nyan-Cat gesehen habe, wäre das wahrscheinlich nicht genug Zeit, um hier alles zu erklären. Denn weiter kommen noch hier die ganzen Skill-Erweiterungen, wenn wir uns das mal ansehen. Da haben wir so die drei, die wir schon mal freigeschaltet haben. Dann kommen welche für die Rasse. Dann kommen noch welche wegen der Klasse. Und dann noch zusätzliche pro Level. Und wie ihr seht, und ist, glaube ich, das Wort, was ich hier am meisten benutzen werde, wenn ich mir das hier alles ansehe, werden sich die meisten denken, oh wow, Mann, das ist, man nenne ich mal individuelle Charaktergestaltung. Und ja, das ist es. Und die anderen denken sich wahrscheinlich, oh mein Gott, ist das verdammt kompliziert? Und ja, genau das ist es. Es ist verdammt kompliziert, aber das macht euren Charakter dann letztendlich individuell, was auch ganz schön ist. Denn früher war das noch viel mehr teambasierend als heute. Und wenn man dann im Kampf ist, sehen wir jetzt rechts diesen kleinen, ja, dieses Symbol, was da eben gerade aufgepoppt ist. Ich versuche mal, das gleich beim nächsten Monster auch nochmal herbeizurufen. Das sind sogenannte Kombos, die man hier so machen kann. Einer startet etwas, der andere muss dann einen passenden Skill dazu aktivieren. Und dann kommt der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Skill von verschiedenen Leuten. Und wenn man das alles richtig gemacht hat, dann wird es ein Power Boost geben zu dem jeweiligen Skill oder einen verbesserten Buff oder ähnliches. Ja, das heißt, da ist es ganz wichtig, einen gut passenden Charakter zu haben. Und natürlich auch richtig zu spielen, aufzupassen. Da, wie gesagt, das Spiel war früher noch um einiges mehr teambasierter, als es heute ist. Da gab es ein großes Update, da die meiste Community das nicht haben wollte. Da sieht man noch so ein bisschen an dem Interface, da ist das Suche Party oder Suche mehr Member Fenster, was nicht in vielen Spielen wirklich noch zu finden ist. Hier sehr ausgeprägt, wird aber leider ein bisschen zu wenig benutzt, denn jetzt kann man das meiste wirklich alleine schon in dem Spiel machen. Ja, aber da ist es auch immer noch wichtig, wenn man ein Dungeon später sich anschaut, einfach nur mal ganz nett ein bisschen spazieren geht durchs Dungeon, ist es sehr wichtig, dass man einen Tank, einen Damage-Dealer, einen Healer dabei hat, sonst wird das einfach nichts im Dungeon. Also da muss ich sagen, schade, dass das Teamplay ein bisschen reduziert würde. Klar, es ist immer schwer, 6 passende Leute aufeinander abzustimmen, dass das funktioniert. Aber nun gut, es ist immerhin noch möglich. Das ist das Gute daran. Ja, wie ich schon gesagt habe, möchte ich jetzt euch einmal meinen Charakter von nahen zeigen. Das glaubt mir das Monster nicht. Das Wichtigste, das Spiel natürlich downloaden, installieren und dann könnt ihr auch gleich loslegen. Und wenn euch das zu wenig Informationen waren oder sogar zu viele auf einmal,
habt ihr den Link unten zum Download und dort findet ihr dann auch nochmal einen Link zur Wiki-Seite, wo ihr euch nochmal alles aneignen könnt, alle Informationen, die ich hier eigentlich auch von der Wiki habe. Ja, habt viel Spaß, tschüss und bis dann! Top Games, New Games, All Games, Gamer Charts.